Europa ringt um eine gemeinsame Antwort auf Putins Krieg. Einen Monat haben wir hinter den Kulissen verfolgt, wie der Streit um Waffen das Bündnis zu spalten droht. Es ist alternativlos, der Ukraine alle Waffen zu geben, die sie braucht, um ihr Land zurückzuerobern. Ein Jahr Krieg hat große Teile der Ukraine verwüstet. Von Dörfern bleiben nur Trümmer. Unser Haus wurde komplett zerstört. Dabei ist unsere Familie zu neunt. Die Sehnsucht nach Frieden ist riesig. Und die Hoffnungen gehen noch weiter. Wenn der Krieg zu Ende ist, werden wir der EU beitreten. Die USA sind die größten Waffenlieferanten. Doch Amerikas radikale Rechte will ein Ende der Unterstützung. Unter republikanischer Führung wird kein Penny mehr an die Ukraine gehen. Der Krieg stellt die Einheit des Westens auf die Probe. Ich sorge mich eher, dass Europas Entschlossenheit bröckelt. Genau das könnte das Ziel des Herrschers im Kreml sein. Das Außenministerium in Vilnius. Von hier bestimmt Litauen seine Politik im Kampf gegen Russland. In den Gängen spürt man die Solidarität mit der Ukraine. Von hier warnen sie vor der russischen Gefahr und fürchten, die Nächsten zu sein, die Putin angreifen will. Gabrielius Landsbergis ist der Außenminister. Der Kampf der Ukraine sei der Kampf der freien Welt. Das ist seine Botschaft, die er nicht müde wird zu wiederholen. An diesem Tag ist er sehr zufrieden, denn Deutschland hat kurz vorher in der Panzerfrage eingelenkt und den Weg für Lieferungen freigemacht. Darf ich Ihnen etwas zeigen? Es gibt nun ein breites Bündnis aus Europäern und den USA. Seine Freude darüber hat er gleich geteilt. Das ist sehr gut angekommen bei Twitter. Sie haben das getwittert? Ja, auf die Entscheidung habe ich so lange gewartet. Landsbergis und die anderen Osteuropäer haben hart für diese Entscheidung gekämpft, haben Streit in Europa in Kauf genommen. Es muss sein, sagt er. Wenn wir darüber reden, was die wirkungsvollsten Waffen sind, dann sind es Kampfpanzer. Bis heute. Umso mehr wir schicken, desto besser. Wir haben Landsbergis einen Monat begleitet, ein wichtiger Monat, in dem Europa darum ringt, eine gemeinsame Haltung zu finden. Die Frage der Bewaffnung der Ukraine droht die EU zu spalten. Landsbergis wird in dieser Zeit zum Mahner, zum Antreiber und zu einem Gegenspieler des deutschen Bundeskanzlers. Einmal im Jahr verwandelt sich die Promenade des Skiorts Davos in das Zentrum der Weltwirtschaft. Dort, wo normalerweise die Touristen einkaufen und feiern, präsentieren sich die Finanzgiganten, die unser aller Leben bestimmen. Landsbergis ist nach Davos eingeladen. Eine Bühne, die er nutzt, um zu testen, ob die freie Welt wirklich hinter der Ukraine steht. Der Krieg verlangt von den Partnern und von deren Bevölkerung viel. Wie lange noch ist die Verteidigung der Ukraine Europas Schicksal? Das hier ist ein herausragender Ort, um viele Menschen zu treffen. Meine Botschaft an Sie ist einfach. Fühlen wir uns wirklich der Ukraine verpflichtet? Meinen wir das ernst? Denn wir in Litauen haben die Angst, dass die Unterstützung der Ukraine nachlassen könnte. Im idyllischen Skiort diskutieren Sie über eine nie dagewesene Anhäufung von Problemen. Energie, Wirtschaft, Klimakrise und der Krieg. Die Stimmung in Davos ist düster. Sie sprechen von der Gefahr, dass die Welt unter den Multikrisen zusammenbricht.
Bundeskanzler Scholz lächelt viel in Davos, aber zu den Panzerlieferungen will er Mitte Januar nichts sagen. Scholz hat sein eigenes Entscheidungstempo. Landsbergis warnt hingegen vor der Gefahr eines Atomschlags. Der Ukraine-Krieg bekommt bei ihm eine apokalyptische Dimension. Er kann und will nicht mehr auf Deutschland warten, will zur Zeitenwende Taten sehen. Wissen Sie, die Erwartungen an die Zeitenwende setzt Deutschland unter Druck. Diejenigen, die sie ausgerufen haben, hatten wohl gehofft, sie hätten ein Jahrzehnt Zeit, sie umzusetzen. Aber wir brauchen ein Deutschland, das jetzt führt. Für die Ostflanke, für Litauen, für die Ukraine. Wir brauchen Deutschland, um Europas Sicherheit zu garantieren. Im Saal redet Scholz fast eine Stunde, ohne das Wort Panzer in den Mund zu nehmen. Erst die Regie des Weltwirtschaftsforums zwingt den Bundeskanzler, sich zu erklären. Ein ukrainischer Journalist stellt die Frage, auf deren Antwort alle gewartet haben. Die westlichen Verbündeten und Amerika sind bereit, die Kampfpanzer zu liefern. Warum zögert und wartet Deutschland? Wir werden vermeiden, dass es einen Krieg zwischen der NATO und Russland gibt. Das ist auch im Interesse der Ukraine. Das sagen sie mir immer wieder. Die Angst vor den Russen kennt Landsbergis nur zu gut. Sein Land hat lange unter der Sowjetunion gelitten. Dies hat seine Kindheit geprägt. Nun muss er den Schrecken seinen Kindern erklären. Wenn man einem 14-Jährigen erklären muss, was da gerade passiert und warum es so nah ist und ob es auch in unserem Land passieren könnte. Ehrlich gesagt, ich hätte niemals geglaubt, dass ich so etwas in meinem Leben mal erklären muss. Wir werden Landsbergis Ende Januar in Brüssel wieder treffen, wo er den Druck auf die Bundesregierung weiter erhöht. Wie sieht es aus an den Frontlinien dieses Krieges, der seit einem Jahr die Welt beschäftigt? Ich habe mich aufgemacht in ein Gebiet an der russischen Grenze zu einer Einheit der ukrainischen Territorialverteidigung. Die Stellung liegt auf offenem Feld. Die russischen Truppen sind nur einen Kilometer entfernt. Ihor, der Kommandant, geht voran und mir wird klar, auch in diesen schlammigen Schützengräben wird der Krieg entschieden. Von einem Aussichtspunkt können Sie die russischen Stellungen beobachten. Und was tun Sie, wenn die angreifen? Dann schlagen wir zurück mit unseren Waffen. Und das ist was? Es ist ein Maschinengewehr. Ein altes sowjetisches Maschinengewehr zur Verteidigung. Die Waffen der Männer zeigen deutlich, wie unzureichend sie für diesen Kampf ausgerüstet sind. Und was passiert, wenn es ernst wird, erlebe ich kurze Zeit später. Russische Artillerie feuert auf die Stellung. Alle drängen schnell in den Schutzbunker unter der Erde. Hier ist alles vorhanden, sogar eine Küche. Denn manchmal müssen sie hier lange aushalten, notfalls sogar über Nacht. Wir haben nicht viele Waffen. Es fehlt auch Munition. Westliche Waffen würden uns sehr helfen. Panzer, Mörser, Rohrartillerie, alles, was man zur Verteidigung braucht. Westliche Waffen machen also einen großen Unterschied in diesem Krieg? Natürlich. Ohne Waffen hätte die Ukraine es schwerer. Mithilfe unserer westlichen Partner sind wir durchschlagskräftiger. Bereits zu Beginn des Krieges hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sich immer wieder an die westliche Staatengemeinschaft gewendet, mit der Bitte um militärische Unterstützung. Munition, Transportfahrzeuge, Schützenpanzer, Artillerie und zuletzt auch Kampfflugzeuge. Erstmals in der Geschichte der NATO erhält ein Land, das dem Bündnis nicht angehört, eine so breite militärische Unterstützung. Doch es ist auch mühsames Ringen um jede Lieferung. Dabei drängt die Zeit für die Ukrainer. In Kiew treffe ich den Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsrates, Oleksiy Danilov. Er gehört zu dem kleinen Kreis der Männer, die in diesem Krieg eine wichtige Rolle spielen.
Die ganze zivilisierte Welt ist heute an unserer Seite. Wie sollen wir nicht gewinnen? Wir siegen bestimmt. Wird es schwierig sein? Ja, es wird schwierig sein, weil der Krieg an sich eine schwierige Situation ist. Putin hat null Chancen, und das sage ich nicht nur für das Interview. Er kann nicht gegen die ganze Welt kämpfen. Danilov zeigt mir an seinem Computer, wie der Krieg bisher verlaufen ist. Er ruft das Bild des ersten Tages auf, des 24. Februar 2022, an dem Russland aus allen Richtungen die Ukraine angriff. Ein bedrohliches Szenario. Damals, so sagt Danilov, dachten alle Länder der Welt, dass die Ukrainer innerhalb weniger Tage den Krieg verlieren würden. Alles ist anders gekommen. Dieses Schema zeigt die aktuelle Situation in Bachmut, der heftig umkämpften Stadt im Osten der Ukraine. Es sind vermutlich die bislang heftigsten Kämpfe in diesem Krieg. In Bachmut zeigt sich, welchen hohen Preis ukrainische Soldaten zahlen, um die russischen Angriffe abzuwehren. Westliche Waffen, die dringend gebraucht werden, kommen hier zu spät. An einer Stellung nahe der Frontlinie bei Bachmut ist eine der 14 Panzerhaubitzen im Einsatz, die Deutschland im Sommer des vergangenen Jahres geliefert hat. Auch wenn es mit großen Risiken verbunden ist, ermöglicht die Armee uns hier zu drehen und mit Soldaten zu sprechen. Sie alle wurden in Deutschland ausgebildet. Die Technik ist gut, geht aber oft kaputt. Was Deutschland angeht, das war super. Alles hat mir gut gefallen. Man hat uns geschult. Die Leute sind gut. Sehr positiv. Ich will aber, dass wir noch mehr davon bekommen. Bekommen wir mehr, dann beenden wir diesen Krieg, damit das alles zu Ende geht. Ich danke Deutschland, dass das Land uns hilft. Sie brauchen mehr als die Panzerhaubitzen, die Deutschland und die Niederlande bislang geliefert haben, um die Angriffe der Russen abwehren zu können. Auch fehlt es ihnen an Ersatzteilen und Munition. Die Zeit spielt in Bachmut gegen die Ukraine. Dennoch sind die Soldaten sicher, sie werden den Krieg gewinnen. In Kharkiv haben amerikanische Soldaten ein Trainingszentrum gegründet, um ukrainische Soldaten auszubilden. Die Trainer sind Freiwillige, die meisten kommen aus den USA. Das Hauptziel ist, ukrainischen Soldaten ein standardisiertes Training zukommen zu lassen, Basiswissen. Sie bekommen spezialisiertes Wissen im Umgang mit westlichen Waffen, wenn sie nach Polen oder Deutschland gehen. Aber sie benötigen Basiswissen auf Infanterieebene. Rhodey ist einer der Freiwilligen, die für die Organisation Trident arbeiten. Er war schon in vielen Kriegen und möchte seine Erfahrung weitergeben. Die meisten von ihm ausgebildeten Soldaten kämpfen bereits im Osten des Landes, viele bereits seit einem Jahr. Rhodey ist überzeugt, dass die Ukrainer den Krieg für sich entscheiden werden, mit dem Ziel, alle von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Besonders mit den westlichen Waffen, mit Panzern und all dem, was jetzt ins Land kommt, in Verbindung mit dem Training, das wir in unserer Gruppe durchführen und auch im ganzen Land, wird es sich lohnen. It's gonna pay off. Sie sind siegesgewiss. Solange der Westen sie weiter unterstützt, mit Ausbildung, Waffen und Munition. New York City, Welthauptstadt und Sitz der Vereinten Nationen. Ein Schmelztiegel der Kulturen an der amerikanischen Ostküste. Es ist Mitte Januar im East Village, Downtown Manhattan. Zieht eine Gruppe der ukrainischen Diaspora durch die Straßen. Sie singen orthodoxe Weihnachtslieder. Alle haben Verwandte in der Ukraine. Auch hier geht der Krieg an die Substanz. Irena ist Krankenschwester in New York, plant im März mit ein paar Ärzten in die Ukraine zu gehen. Die Welt wünscht sich, dass all dies ein Ende hat. Ja, es gibt Kriegsmüdigkeit, eine emotionale Erschöpfung, auch bei mir. Deshalb ist es so wichtig, über die Feiertage neue Energie zu tanken, denn wir müssen weitermachen.
Wir Ukrainer sind so dankbar für jeden einzelnen Menschen, der uns unterstützt hat, uns weiterhin unterstützt und unterstützen wird. Und ich hoffe, dass es noch viele solcher Menschen geben wird. Denn die Menschen in der Ukraine werden nicht aufgeben. Irenas große Sorge ist es, dass die weltweite Unterstützung der Ukraine langsam abnehmen könnte. Umso wichtiger sei es, alles zu tun, um auf das Leid im Land und das Schicksal seiner Menschen aufmerksam zu machen. Kurzes Aufwärmen mittags im Stretcha, einem einfachen, sehr ursprünglichen ukrainischen Restaurant. Bei Borscht und Kohlrouladen treffen wir Julia Schama. Sie arbeitet ehrenamtlich für Razom, eine ukrainische Hilfsorganisation hier in New York. Die Ukraine brauche gerade jetzt, ein Jahr nach der russischen Invasion, mehr Hilfe denn je, sagt sie. Im Haus der Ukraine gleich nebenan zeigt uns Julia nach dem Mittagessen, woran sie gerade arbeitet, mit den vielen Freiwilligen. Dass die Unterstützung abnehme, sieht sie zumindest hier in den USA noch nicht so recht. Ich persönlich treffe viele Menschen, die noch nie etwas von der Ukraine gehört haben oder die sich anfangs nicht dafür interessiert haben. Doch jetzt wollen sie wissen, was los ist. Sie möchten mehr über die Ukraine erfahren. Sie sind interessiert. Sie fragen, wie sie der Ukraine helfen können. Diese Unterstützung ist ein Schlüssel, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Auf einem großen Tisch Tablets und merkwürdige Geräte, die auf den ersten Blick aussehen wie Rasierapparate. Mobile Ultraschallgeräte, die sie hier auf den Tablets einrichten. 100 solcher Einheiten haben sie gerade als Spende erhalten, wert etwa $300.000. Bevor dann alles in die Ukraine geht, werden die Einheiten getestet. Alles gut, du wirst 120 Jahre alt. Klar, ganz bestimmt. Warum sind denn diese Geräte hier so wichtig für die Ukraine im Moment? Also zunächst werden diese Geräte bei Notfällen an der Front eingesetzt, um zu sehen, wie ernst eine Verletzung ist. Zum Beispiel bei Hämatomen, bei Brustverletzungen oder wenn die Lunge betroffen ist. Wenn so wichtige Organe wie Leber oder Milz verletzt sind, kann es zu großem Blutverlust kommen und man kann daran sterben. Mobile Ultraschallgeräte für die Sanitätssoldaten und Feldlazarette an der Front. Hightech, die dabei helfen soll, den Krieg zu gewinnen. Nicht nur für die Ukraine. Wenn wir nicht gewinnen, dann könnten auch weitere Länder in einen Krieg verwickelt werden. Wenn sich niemand mehr an das Gesetz hält, wenn es keine Konsequenzen hätte, das Völkerrecht zu brechen. Mehr als $70 Millionen haben US-Bürger seit der russischen Invasion an Razom gespendet. Noch kommen immer neue Spenden herein. Doch in den USA scheint etwas in Bewegung zu geraten. Noch steht nach den jüngsten Umfragen eine klare Mehrheit der Amerikaner hinter der Unterstützung für die Ukraine. Bei den Anhängern der Republikaner aber nimmt die Unterstützung deutlich ab. Nachdem die Republikaner bei den Midterm-Wahlen eine knappe Mehrheit im US-Kongress zurückerobert hatten, ließ der neue Sprecher des US-Kongresses Kevin McCarthy verlauten, dass es für die Ukraine unter republikanischer Haushaltshoheit keinen Blankoscheck mehr geben werde. Wohl auch, um die Extremisten aus dem Trump-Lager einzufangen. Die machen kräftig Stimmung gegen weitere Hilfen für die Ukraine. Unter republikanischer Führung wird kein Penny mehr an die Ukraine gehen. Unser Land kommt zuerst. Ich werde es nicht unterstützen, weiteres Geld an die Ukraine zu geben. Präsident Zelensky will sein Land und seine Leute schützen, ist mir klar. Aber ich wünschte mir, unser Präsident würde das Gleiche tun und unsere Grenze im Süden und unsere Leute schützen. Es ist lächerlich, dass wir uns auf diese Grenze in der Ukraine fokussieren. Mir ist es völlig egal, was mit der Ukraine passiert. Wir haben uns mit John Bolton verabredet. Bolton ist bestens vernetzt in der Republikanischen Partei. Wir wollen von ihm wissen, was davon zu halten ist, dass immer mehr republikanische Politiker fordern, die Ukraine nicht immer weiter zu unterstützen. Bolton ist ein berüchtigter republikanischer Hardliner, ein Falke, war unter George W. Bush UN-Botschafter und nationaler Sicherheitsberater unter Donald Trump. Viel heiße Luft würden einige in seiner Partei da gerade blasen.
Amerikas Unterstützung der Ukraine werde nicht wanken. Die Unterstützung in der amerikanischen Bevölkerung ist nach wie vor sehr groß. Ich glaube, dass das Virus des Isolationismus sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern wieder auftaucht. Es ist aber immer noch eine deutliche Minderheit, die sich von falschen Vorstellungen nährt. Einige von ihnen stammen von Donald Trump, von seinem Missverständnis über die Ukraine, dass sie ein korruptes Land sei, dessen Bürger sich gegen seine Wahl 2016 und später seine Wiederwahl verschworen hätten. Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass die amerikanische Unterstützung bröckelt, aber ich denke, es braucht eine bessere Führung als bisher. Ehrlich gesagt mache ich mir mehr Sorgen, dass Europas Entschlossenheit bröckelt. Nach wie vor sind die USA die mit Abstand größten Unterstützer der Ukraine. Kein Land liefert mehr Geld und Waffen, mehr als alle europäischen Staaten zusammen. Putin habe Deutschland und Frankreich, die beiden größten Volkswirtschaften der EU, als Schwachstelle in der Allianz ausgemacht, meint Bolton. Ich denke, er glaubt, dass einige europäische Volkswirtschaften wie die deutsche und die französische einen Schlussstrich ziehen und wieder zur Tagesordnung übergehen wollen. Ich denke, er glaubt, dass der wirtschaftliche Druck in Verbindung mit dem Winter Auswirkungen auf Europa haben könnte. Ich hoffe es nicht, aber wenn dieser Krieg nächstes Jahr weitergeht, wird es vielleicht doch passieren. Angesichts der Pattsituation in der Ukraine versucht der Kreml politisch zu gewinnen, was er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen kann. Weil er den Krieg militärisch kaum gewinnen könne, versuche Wladimir Putin, einen Keil zwischen die USA und Europa zu treiben. So wie schon seine Vorgänger in der Sowjetunion, nutze Putin gezielte Einflusskampagnen, um die Allianz zu schwächen. Er baue auf den tief verwurzelten Anti-Amerikanismus in Europa, um Amerika als den eigentlichen Aggressor zu beschuldigen. Ich denke, dass die russische Propagandamaschinerie das sicherlich unterstützt. Aber in der Geschichte hat es nie eine amerikanische Aggression in Europa gegeben. Die einzige Aggression gegenüber Europa war eine, auf die wir geantwortet haben. Deshalb bin ich froh, dass wir diese Debatte führen. Wenn die Menschen in Europa Amerika nicht mehr wollen und das auch sagen, glauben Sie mir, dann würde Amerika gerne gehen. Das ist eine Gefahr für Europa. Sie werden uns vermissen, wenn wir nicht mehr da sind. Zurück in New York bei der ukrainischen Hilfsorganisation Razom. Junge russische Schauspielerin Mascha hilft mit, die Ultraschallgeräte für die Front in der Ukraine vorzubereiten und zu verpacken. Sie hilft, weil sie sich schämt, was aus ihrem Land geworden ist. Ich sehe Russland als einen terroristischen Staat. Und es ist unsere Verantwortung als Russen, alles dafür zu tun, diesem System entgegenzutreten. Warum denn so viele Russen das ganz anders sehen würden, fragen wir sie. Auch die, die nicht in Russland leben würden. Sie sehen keine westlichen Medien. Ihre einzige Informationsquelle sind russische Medien, die sie mit falschen Informationen versorgen. Meist ist das, was die russische Propaganda über die Ukraine verbreitet, genau das Gegenteil, nämlich das, was sie selber tun. Sie geben sich so selbst preis. Propaganda und Desinformation seien für Russland zu einer scharfen Waffe in diesem Krieg geworden, erzählen sie uns hier in New York immer wieder. Und wir werden später auch hier bei den Vereinten Nationen erfahren, wie absurd so manche Geschichten sind. Mitten im Europaviertel in Brüssel, in der sechsten Etage eines unscheinbaren Bürogebäudes, sitzt eine Gruppe von EU-Beamten und kämpft gegen Russlands Propaganda. Ihr Chef ist Lutz Güllner. Er will nicht, dass wir seine Mitarbeiter zeigen. Um ihre Identität zu schützen, treffen wir ihn draußen. Das ist nur eine Arbeit, die natürlich gegen auch staatliche Akteure geht. Da sind Geheimdienste am Werk. Es geht ja dann auch um, dass dann ihre Konten auf einmal überlaufen mit Hassmails und Ähnlichem. All das kann passieren und davor würde ich meine Mitarbeiter gerne und Mitarbeiterinnen gerne schützen. Europa hat eine Weile gebraucht, den Krieg um die Wahrheit ernst zu nehmen. Seit der Annexion der Krim lässt die EU Güllner und sein Team russische Propaganda auswerten, um Putins Informationskrieg sichtbar zu machen. Das Massaker in der ukrainischen Stadt Butscha
Eindrücke, die nur schwer zu ertragen sind. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war das Grauen ins Gesicht geschrieben, als sie bei ihrem Besuch die Verbrechen an der Zivilbevölkerung sah. Putins Regierung begann sofort damit, Verwirrung zu stiften, um die Spuren zu verwischen. Sie beschuldigte die Ukrainer, das Massaker mit Schauspielern inszeniert zu haben. Diese Erzählung übernahmen die russischen Medien, Medien wie Newsfront, die dem Kreml nahestehen. Ein ganz wichtiger Fall, den wir immer wieder sehen, ist, dass man gar nicht sozusagen ein Narrativ und dann das Gegennarrativ dazu hat, also die eine Meinung und die Gegenmeinung, sondern dass man viele andere Narrative in die Welt setzt, sodass dann am Ende die Zuschauer oder die Adressaten sozusagen am Ende so viele verschiedene Versionen von einer Begebenheit sehen, dass sie eigentlich gar keiner Quelle mehr trauen. Genau das ist Putins Ziel, die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge zu verwischen, Misstrauen zu sehen. Dann haben seine kruden Vorwürfe die Chance, geglaubt zu werden. Denn Putin legitimiert den Einmarsch in die Ukraine damit, das Land von Nazis befreien zu wollen. Diese Grafik veranschaulicht, wie häufig die russische Propaganda den Nazi-Vorwurf erhoben hat. Interessant, zeitgleich mit der militärischen Mobilmachung kurz vor dem Krieg rüstet auch die Propaganda auf. Der Nazi-Vorwurf häuft sich. Sie sehen den großen Anstieg dieser Kurve gerade ab Dezember. Und ab Dezember wurden massiv Truppen an die ukrainische Grenze verlegt. Das heißt, man hat begonnen sozusagen, das konnte man damals natürlich noch nicht als Automatismus ablesen, aber im Rückblickend kann man durchaus sagen, dass die militärische Mobilmachung eindeutig auch Hand in Hand ging mit einer informationellen Mobilmachung. Als Reporter in Brüssel erleben wir, wie der Ukraine-Krieg Europa grundlegend verändert. Die Zeitenwende deckt Lebenslügen auf. Europa kann sich nicht ohne Hilfe der USA verteidigen. Es muss lernen, sich selbst um seine Sicherheit zu kümmern. Das ist unstrittig. Nur über das Tempo gibt es Meinungsverschiedenheiten. Gabrielius Landsbergis hat es eilig. Ein Politiker in Kriegszeiten. Der Außenminister Litauens fordert unermüdlich mehr Waffen für die Ukraine. Aber erst einmal stoppt ihn das EU-Protokoll und gibt ihm Regieanweisungen für den roten Teppich. Thank you. Die dritte Kamera ist Ihre. Sie können sie nicht verfehlen, der Kameramann winkt Ihnen. Sie können jetzt gehen. Okay, okay. So you can go. Okay, thank you. Seinen Auftritt, seine Worte hat er sich gut überlegt. In Europa spürt er Kriegsmüdigkeit, Zweifel an immer neuen Waffenlieferungen, vor allem bei den Deutschen. Dagegen redet er an. Es ist alternativlos, der Ukraine alle Waffen zu geben, die sie benötigt, um ihr Land zurückzuerobern. Es ist Ende Januar. Die Debatte um Panzerlieferungen an die Ukraine begleitet Landsbergis bei jedem EU-Treffen. Er ist auf dem Weg zum Rat der EU-Außenminister. Dort erwarten ihn seine Kollegen. Einige wie die Deutschen mögen sein unermüdliches Fordern nach Leopardpanzer nicht. Aber er erhöht weiter den Druck. Was ist Ihre Botschaft an die Deutschen? Vielen Dank für das, was Sie bisher für uns getan haben. Ich weiß, das ist Ihnen nicht leicht gefallen. Ich weiß um die politischen Debatten und Ängste in Deutschland. Aber wir müssen weiter Waffen liefern. Wir dürfen nicht nachlassen. Er wird nicht müde, zu fordern. Das nervt Sie. Obwohl, Außenministerin Baerbock ist generell nicht gegen die Lieferung von Kampfpanzern, anders als der Bundeskanzler. Noch. Baerbock muss deshalb ihre Sätze genau wählen. Das Wort Panzer nimmt sie nicht mehr in den Mund, beschwört Geschlossenheit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als internationale Partner gemeinsam vorgehen bei der Unterstützung und dem Recht auf Selbstverteidigung der Ukraine. Vielen Dank. Weitere Fragen unerwünscht.
Landsbergis wird sie oben in der Sitzung dennoch stellen. Vielen Osteuropäern gelten vor allem die Deutschen als Bremser. Entscheidungen zu Waffenlieferungen fielen zu langsam. Das ist der Vorwurf von Landsbergis. Deutschland ist von der ständigen Kritik genervt. Die Sitzung wird hitzig. Der Ukraine-Krieg droht Europa zu spalten. Draußen auf dem Platz vor dem Ratsgebäude singen sie die ukrainische Nationalhymne und hoffen, dass sie drinnen gehört werden. Es sind überwiegend Exil-Ukrainer, die sich hier versammelt haben und lautstark Waffen für die Ukraine fordern. Eine von ihnen ist Jana Profdi. Sie kam für das Studium nach Brüssel, aber der Krieg hat auch ihr Leben durcheinandergewirbelt. Nun ist sie eine von zigtausenden von Ukrainern, die im Ausland für den Sieg ihres Landes kämpfen. Ihre Väter, Ehemänner, Brüder und Söhne sind an der Front, sowie der Vater von Jana. Mein Vater hat mich gefragt, warum schicken Sie keine Leopardpanzer? Und ehrlich gesagt, ich hatte darauf keine Antwort. Hunderttausende von Soldaten in der Ukraine sind enttäuscht. Sie brauchen diese Waffen. Denn dieses Jahr wird noch schrecklicher als das erste Jahr. Brüssel am Abend. Die Außenminister sind abgereist, die Demonstranten abgezogen, aber die Kritik an den Deutschen bleibt. Sie droht, die Einigkeit Europas zu gefährden. Das wäre ganz im Sinne Putins. Der Krieg hat Spuren hinterlassen, überall im Land. Wo einst Dörfer waren, sind nur noch Trümmer geblieben. Ich bin unterwegs auf der Landstraße zwischen Isium und Kramatorsk in der Region Donetsk. Und ich frage mich, wie sollen hier noch Menschen leben? In Isium wird das ganze Ausmaß der Zerstörung mitten im Zentrum deutlich. Wohnhäuser, die unbewohnbar sind, wo herausgerissene Fassaden den Blick freigeben auf das Leben, das es hier einmal gab. Im September hatten ukrainische Truppen hier die Russen vertrieben. Doch auf die Erleichterung und Freude folgte schnell Ernüchterung. 80% der Gebäude sind zerstört. Isium gleicht einer Geisterstadt. Als deutsche Reporterin treffe ich auf Menschen, die immer wieder auch Dankbarkeit äußern, wenn ich nach ihrer Lage frage. Es ist schwer. Und wir danken euch, Deutschland, dass ihr uns zur Seite steht, dass ihr uns helft, sowohl materiell als auch moralisch, dass die humanitäre Hilfe kommt. Wir sind euch sehr dankbar. Doch vor allem im Osten der Ukraine, in Städten wie Isium, wird mir immer wieder klar, der Krieg hat den Menschen die Lebensgrundlage genommen. Es sind vor allem die Alten und Armen, die geblieben sind, und ihre Zukunftsperspektiven sind düster. Wer soll die Häuser wieder aufbauen, die zerstört wurden? Viele Menschen werden noch über viele Jahre im Ausnahmezustand leben müssen. Nur mit internationaler Unterstützung ist es den Ukrainern möglich, die Bevölkerung zu versorgen. In Irpin hat eine polnische Hilfsorganisation Container aufgestellt. In solchen provisorischen Unterkünften leben Menschen überall im Land. Neben den Containern ist eine ehemalige Schule zur Anlaufstelle umfunktioniert worden. Hier stehen Köche jeden Tag am Herd, um Essen für die zuzubereiten, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Weltküche nennt sich die Initiative. Auch sie finanziert sich vor allem mit Spenden aus dem Ausland. Gerne möchten Sie uns zeigen, dass die Hilfe ankommt. Deswegen haben Sie uns an diesem Tag eingeladen, beim Mittagessen dabei zu sein. Wer sind die Menschen, die hierher kommen? Sie leben in einer sehr schlechten Situation. Ohne Zuhause, ohne Familie, ohne Geld, ohne Unterstützung für ihr Leben. Tausend Essen kochen Sie alleine hier jeden Tag. Das Problem in unserer Region und in der Ukraine sind die massiven Stromausfälle. Ich habe sogar meinen Kühlschrank ausgeschaltet und er ist komplett leer. Wir würden gerne unser Haus wieder aufbauen. Es wurde total zerstört. Und wir sind 9 Menschen in der Familie.
Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko wirbt unermüdlich vor allem in Deutschland um Unterstützung für seine Stadt. Und er sorgt dafür, dass die Spenden öffentlichkeitswirksam vorgeführt werden. An diesem Morgen sind Generatoren aus Dänemark, 6 Polizeiautos und ein Transporter aus Bayern angekommen. Wir haben von unseren Freunden Hilfe erhalten, die so dringend gebraucht wird. Generatoren, die nicht nur Elektrizität bringen, die werden auch für die Wärmeversorgung eingesetzt, denn wir werden sie in Wärmekraftwerken installieren. Wie Volodymyr Zelensky setzt auch der Bürgermeister von Kiew auf schnelle Videobotschaften. Der Dank an die Spender geht per Smartphone nach München. Wir sehen sehr viele Autos, was gerade aus Bayern gekommen. Deswegen möchte ich ganz gerne bedanken für Unterstützung, für die Hilfe. Sehr, sehr wichtig für uns. Möchten wir bedanken und unsere Polizisten bekommen das Autos und werden das benutzen. Wie wichtig ist die Unterstützung aus dem Westen für seine Stadt, möchte ich wissen. Und wird genug getan? Ohne Hilfe von unseren Partnern können wir nicht überleben. Deswegen, das ist lebenswichtig für uns, Hilfe zu bekommen. Die Ukrainer haben ihr Schicksal mit dem Westen verbunden. Das ist überall spürbar. Dabei geht es nicht nur um die Unterstützung im Krieg. Auch die Zukunft ihres Landes sieht die Mehrheit in Europa. Immer wieder erstaunt mich, mit welcher Überzeugung sie ihr Land schon bald in der Europäischen Union sehen. Alle Kriege enden, wir wissen das. Ich weiß nicht, ob es helfen wird oder uns entfremden wird von der EU. Aber wenn der Krieg zu Ende ist, werden wir der EU beitreten. Ich denke, die Perspektive ist sehr konkret, nicht vernebelt wie vorher, weil wir ein europäisches Land werden. Wir machen die richtigen Reformen und ich denke, in naher Zukunft werden wir der EU beitreten. Noch 1 oder 2 Jahre, dann sind wir da. An symbolischen Auftritten und großen Gesten fehlt es nicht. Dass es Volodymyr Zelensky gelungen ist, Europa und die westliche Welt zusammenzubringen, sein Land in diesem Krieg zu unterstützen, es ist eine historische Leistung. Dass eine ganze Delegation von EU-Kommissaren und der Ratspräsident in ein Kriegsgebiet reist, kann der ukrainische Präsident durchaus als Erfolg feiern. Bei seiner Reise nach Brüssel machte er jetzt noch einmal klar, worum es den Ukrainern geht. Neben der aktuellen Unterstützung im Krieg sind es die Zukunftsperspektiven. Der Weg in die europäische Integration ist eine fundamentale Sicherheitsangelegenheit. Ein freies Europa ist nicht vorstellbar ohne eine freie Ukraine. Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam den Status der Ukraine für einen Beitritt in die EU vorbereitet haben. Die Erwartungen der Ukrainer an den Westen sind hoch. Das Land in die Bündnisse der westlichen Welt zu integrieren, das ist das Ziel, auf das sie nach Kriegsende hoffen. Auf dem Weg zu einer möglichst schnellen Integration der Ukraine in die westlichen Bündnisse spielen die USA eine zentrale Rolle. Braucht die Ukraine die Unterstützung der Vereinigten Staaten? Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, trifft Präsident Zelensky zu seinem ersten Auslandsbesuch seit Beginn der russischen Invasion in Washington ein. Er kommt direkt von der Front in Bachmut in der Ostukraine. Er will sich für die amerikanische Unterstützung bedanken, hält unter großem Beifall eine Rede vor dem US-Kongress, in der Abgeordneten und Senatoren noch einmal deutlich macht, worum es für die Ukraine geht. Ich weiß, dass alles von uns, von den ukrainischen Streitkräften abhängt. Aber es hängt auch so viel von der Welt ab. Und so vieles in der Welt hängt von ihnen ab. Als ich gestern in Bachmut war, gaben mir unsere Helden diese Fahne. Die Kampffahne derer, die die Ukraine, Europa und die Welt unter Einsatz ihres Lebens verteidigen. Diese Flagge ist ein Symbol für unseren Sieg in diesem Krieg. Wir stehen, wir kämpfen und wir werden siegen, denn wir sind vereint. Ukraine, Amerika und die gesamte freie Welt.
Selenskyj trifft den richtigen Ton, weiß, dass bei den amerikanischen Abgeordneten die eigene Geschichte mitschwingt, wenn er vom Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit spricht. Und er weiß auch, dass er die USA auf seiner Seite hat, wenn es um eine schnelle Integration der Ukraine in die westlichen Bündnisse geht. Die Menschen in der Ukraine kämpfen den Kampf der NATO. Seit 1945 ist es amerikanische Politik, dass Frieden und Stabilität auf dem europäischen Kontinent in Amerikas Interesse liegt. Deshalb haben wir die NATO gegründet. Und nur weil die Ukraine kein Mitglied der NATO ist, bedeutet das nicht, dass ihr Überleben als freies und unabhängiges Land nicht auch die NATO betrifft. Das tut es. Präsident George W. Bush hat im April 2008 auf dem NATO-Gipfel in Bukarest vorgeschlagen, die Ukraine und Georgien im Schnellverfahren in die NATO aufzunehmen. Das wäre richtig gewesen. Doch Deutschland und Frankreich waren dagegen. Ich glaube, dass es 2014 keine Invasion gegeben hätte, wenn die Ukraine schnell der NATO beigetreten wäre. Die Ukraine nicht schnell in die NATO aufzunehmen, sei ein schwerer strategischer Fehler gewesen. Vor allem der Europäer, der jetzt in der Ukraine mit viel Blut und Leid bezahlt werde. Die halbherzige Reaktion des Westens dann auf die russische Annexion der Krim und Teile der Ostukraine 2014 habe Russland weiter ermuntert, seine imperialen Fantasien mit Gewalt durchsetzen zu wollen, was zu dem Angriff auf die Ukraine im vergangenen Februar führt. Die westliche Reaktion auf die Annexion der Krim war völlig unzureichend, sehr schwach. Es gab ein paar Sanktionen gegen die Russen. Ich denke, der Kreml hat das Fehlen einer wirksamen westlichen Reaktion als Duldung interpretiert. Wir hätten viel stärkere Sanktionen schon für die erste Invasion verhängen sollen. Die Leute haben gesagt, wenn wir Sanktionen verhängen, könnten die Russen einmarschieren. Nun, sie sind einmarschiert. Wie hätte es also noch schlimmer kommen können? New York City, Hauptsitz der Vereinten Nationen. Aus den Trümmern der Zerstörung, geschockt von dem bestialischen Gräuel der beiden Weltkriege im vergangenen Jahrhundert, hatte sich die Welt 1945 mit Gründung der Vereinten Nationen ein gemeinsames Regelwerk gegeben und sich versprochen, dass so etwas nie wieder passieren dürfe. Anfang 2022 ringt der UN-Sicherheitsrat darum, Russland von einem Überfall auf die Ukraine abzuhalten. In einem Interview mit dem russischen Propagandamedium RT behauptet der russische Außenminister Lavrov noch am 10. Februar 2022, dass Russland nicht vorhabe, in die Ukraine einzumarschieren. Alles Propaganda und Falschnachrichten des Westens. Nur zwei Wochen später kommt der UN-Sicherheitsrat am Abend des 24. Februar auf Drängen der Ukraine zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Der ukrainische UN-Botschafter erklärt, Russland habe den Angriff begonnen, sei in sein Land einmarschiert. Es ist die Verantwortung dieser Organisation, den Krieg zu stoppen. Ich rufe sie auf, alles zu tun, um diesen Krieg zu stoppen. Ein Jahr ist seitdem vergangen. Wir haben uns mit dem ukrainischen UN-Botschafter Sergej Kislytsia in der ukrainischen Vertretung in New York verabredet. Sergej Kislytsia ist Karrierediplomat, war stellvertretender Außenminister seines Landes. Wir treffen ihn am großen Konferenztisch der Vertretung. Die Vereinten Nationen, sagt er uns, seien an ihrer wichtigsten Aufgabe gescheitert. Die UN-Charta sagt, dass es die erste Aufgabe der UN ist, Kriege zu verhindern. Leider hat die UN versagt. Der UN-Sicherheitsrat, handlungsunfähig, weil der Aggressor Russland als Vetomacht alle Resolutionen verhindert, die ein Ende der Kampfhandlungen und den sofortigen Rückzug Russlands aus der Ukraine fordern. Stattdessen nutzt der russische Botschafter den Sicherheitsrat als große Bühne, um offensichtliche Lügen, Desinformation und Propaganda zu verbreiten. Russische Truppen bombardieren keine ukrainischen Städte. Wir haben gesagt, dass sie nicht bedroht sind. Es gibt keine verifizierbare Bestätigung über den Tod von Zivilisten. Die von der Ukraine präsentierten zivilen Opfer seien geschminkte Schauspieler. Die USA und die Ukraine würden an Kampfzugvögeln und Kampffledermäusen arbeiten, die nur für slawische Menschen gefährliche Biowaffen transportieren würden. Besonders perfide auch seine Version der Gräueltaten von Bucha.
Wir sehen hier die kriminelle Inszenierung ukrainischer Zivilisten, die von Radikalen getötet wurden, um in bester Goebbels-Manier die russische Armee zu beschuldigen. Das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen, der UN-Sicherheitsrat, ist völlig handlungsunfähig, weil eine Vetomacht das System als eine Geisel nimmt, die nicht mehr in der Lage ist, ihre Aufgabe zu erfüllen. Mehr und mehr werden Abstimmungen aus dem Sicherheitsrat in die UN-Generalversammlung verlegt. Hier wird mit Mehrheit entschieden. Vetos sind nicht möglich. Am 2. März 2022 verurteilen 141 Staaten den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Nur 4 Länder stimmen mit Russland: Syrien, Weißrussland, Eritrea und Nordkorea. Ein großer Erfolg für die Ukraine und doch kaum mehr als ein politisches Stimmungsbild. Denn Resolutionen der UN-Generalversammlung sind völkerrechtlich nicht bindend. Und große einflussreiche Länder wie Indien, Südafrika und China enthalten sich. Das ganze UN-System sei marode, meint der ehemalige amerikanische UN-Botschafter John Bolton. Die UN-Generalversammlung ist reine Zeitverschwendung und der Sicherheitsrat kann keine bedeutsamen Entscheidungen treffen, denn Russland und China werden sie mit einem Veto belegen. Das ist in der UN-Struktur angelegt und wird sich nicht ändern. Die alte Weltordnung zerbricht und eine neue wird entstehen, so wie es immer war in der Geschichte, nach den großen Menschheitskatastrophen. Die Vereinten Nationen sind in ihrer Organisationsform so wohl am Ende. Der Völkerbund wurde nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Die Vereinten Nationen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Und jetzt haben wir einen Konflikt, den wir nur mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen können. Und wenn wir keine Lehren aus diesem Konflikt ziehen, wenn wir zur Tagesordnung übergehen, wenn wir Russland militärisch besiegt haben, dann wäre das das Dümmste, was wir tun können. Dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hier in den Vereinten Nationen beendet wird, an einem Ort, an dem Russland mit seinem Veto alles blockieren kann, ist praktisch nicht mehr vorstellbar. Denn dass sich die Ukraine russischen Forderungen nach Neutralität und Gebietsabtretungen unterwirft, sei nach all der Zerstörung und dem Leid, das Russland in der Ukraine angerichtet habe, völlig ausgeschlossen. Die Regierung der Ukraine gegen den Willen von 80-90% der Ukrainer unter Druck zu setzen, bedeutet, Chaos zu stiften. Ein Land, das sich im Chaos befindet, kann sich nicht selbst verteidigen. Auch nicht mit Hilfe der Alliierten. Das würde eine Invasion der Ukraine bedeuten. Die Ukraine wäre nach all den Anstrengungen, nach all den Bemühungen der Verbündeten geopfert, nur um Putin ein Geschenk zu machen und ihm eine Plattform zu bieten, um die baltischen Staaten, Polen und so weiter anzugreifen. Wir wollten auch dem russischen UN-Botschafter die Gelegenheit geben, uns seine Sicht zu schildern. Unsere Interviewanfragen aber wurden noch nicht einmal beantwortet. Gabrielius Landsbergis hat uns in seine Heimatstadt nach Vilnius eingeladen, damit wir verstehen, was ihn und viele Osteuropäer antreibt, woher die Angst kommt. Als es 1991 in Litauen um die Unabhängigkeit ging, haben sie das Parlament mit Barrikaden vor russischen Panzern geschützt. Die waren nicht weit entfernt. Da hinten, 3 Kilometer entfernt, sind viele gestorben. Die russischen Panzer überrollten die Menschen. Zeitgleich hatten sich bereits Tausende vor dem Parlament versammelt. Das Parlament war verbarrikadiert. Ganz viele Kameras übertrugen die Bilder in die Welt. Es war klar, ein Angriff wäre ein Massaker gewesen. Der Kampf gegen die Aggression der Russen ist das Lebensthema seiner Familie. Sein Großvater Vytautas Landsbergis war damals Präsident und führte den Widerstand an. Er, sein Enkel, war 9 Jahre alt und spürt wieder die Angst. Alle in Vilnius konnten die Panzer hören. Es ist doch nur eine kleine Stadt und die russischen Panzer sind so groß.
Es sind dieselben Panzer, die sie jetzt in der Ukraine benutzen. Same tanks in Ukraine. Wir schauen uns gemeinsam die Aufnahmen von damals an, vor mehr als 30 Jahren. Nie wieder Opfer sein, das Überlebensmotto der Litauer. Wie sein Großvater organisiert er den Widerstand, diesmal für die Ukraine. In Litauen glauben sie, die Nächsten zu sein. Wenn wir uns nicht wehren, mal sehen, wer der Nächste sein wird. Denn wir sind so nah. 200 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Vilnius, an der Grenze zur russischen Enklave Kaliningrad. Der Stacheldrahtzaun ist neu. Durch Europa geht ein neuer, eiserner Vorhang. Der kleine Ort Panemune ist die letzte litauische Stadt vor der Grenze. Auf der anderen Seite liegt der westliche Ausläufer Russlands. Nicht weit von hier sind auf einem russischen Militärstützpunkt atomwaffenfähige Raketensysteme stationiert. Viktoria Paliukine hält hier die Stellung. Über Politik darf sie nicht reden, aber sie will uns zeigen, wie nah Russland ist. Da hinten verläuft die Grenzlinie, genau in der Mitte. Der Schnee verdeckt sie gerade. Die Brücke gehört den Russen. Früher trennte Panemune und Kaliningrad nur der Fluss. Nun ist drüben der Feind. Wer verteidigt die Grenze bei einer Invasion, fragen wir sie? Wir. Und dann muss sie selbst lachen und geht zurück auf ihren Posten. Die Grenze trennt Familien, nur noch wenige passieren sie. Sie ist Litauerin, ihre kranke Mutter ist Russin und lebt auf der anderen Seite der Brücke in Kaliningrad. Über den Krieg will sie nur eins sagen. Keiner will Krieg, auch meine Eltern nicht. Wir hoffen alle auf Frieden, aber was können wir einfachen Leute schon machen? Ein großes Z prangt seit Kriegsbeginn auf der Häuserwand auf der russischen Seite. Den Litauern macht dies Angst. Viele russische Panzer in der Ukraine haben das gleiche Zeichen. Sie empfinden das als Drohung. Ich sehe das Z und die russische Fahne jeden Tag. Das weckt bei mir sehr schlimme Gedanken. Ich habe meinen Verwandten drüben in Kaliningrad geschrieben, ob sie dort nicht einen Protest organisieren können, das Z zu entfernen. Aber ich habe nie eine Antwort erhalten. Wahrscheinlich haben sie den Brief zensiert. Alles wird da drüben zensiert. Früher war es hier voll, saßen hier Russen und Litauer zusammen. Nun sitzen hier nur noch die Polizisten und Grenzschützer. Regina spürt die Angst der Menschen. Einige wollen weg. Ihr Sohn lebt in England. Wir reden viel über die Angst vor einem Angriff. Bisher machen wir Witze darüber. Wir haben einen sehr guten Keller. Dort würden wir uns verstecken. Der Keller hat dicke Wände. Ende Januar treffen wir noch einmal Jana, die Ukrainerin, die in Brüssel lebt und sich für ihr Land einsetzt. Auf der Demonstration hat sie uns von ihrem Vater erzählt, der an der Front ist und auf Panzer wartet. Sie sitzt bei sich zu Hause vor dem Fernseher. Da kommt die Nachricht, Deutschland sei bereit, Leopardpanzer zu liefern. Jeden Tag fürchtet sie um das Leben ihres Vaters. Nun ist sie erleichtert. Die Panzer sollen ihn und seine Kameraden schützen. Mein Vater ist in einer schwierigen Situation. Er ist an der Front. Er hat keine Zeit, Nachrichten zu schauen. Wenn ich das nächste Mal mit ihm telefoniere, sage ich ihm, die Kampfpanzer kommen. Und es wird noch mehr Unterstützung geben. Das macht mich glücklich. Sie will noch ihrer Mutter in der Ukraine die frohe Botschaft überbringen. Die hat nur eine Stunde Strom. Deshalb ist es gar nicht so einfach, in Kriegszeiten den Kontakt zu halten. Ich habe es gerade im Fernsehen gesehen. Die Deutschen geben die Erlaubnis, Panzer zu liefern. Wow,
Das ist so gut, so wunderbar. Danke, Deutschland, dafür. Vielleicht, Jana, haben Sie euren Protest mit den Stofftierleoparden gesehen und verstanden. Zurück nach Vilnius. Gerade sind die Entscheidungen zu den Kampfpanzern gefallen. Da fordert Landsbergis weitere Waffen. Kampfjets. Er zeigt uns sein Star Wars-Plakat. Putin stehe auf der dunklen Seite der Macht. Er sei Luke Skywalker. Er hofft, dass auch im richtigen Leben das Gute siegt. Dazu braucht es eben die richtigen Waffen. Das nächste, was wir brauchen, sind Langstreckenraketen. Die müssen die Amerikaner liefern. Aber Kampfjets wären auch die richtige Botschaft. Den Namen Landsbergis haben sie auf den Barrikaden verewigt, um den Kampf seines Großvaters gegen die Russen zu ehren. Das ist das Erbe, das ihn antreibt.